Hallo, ihr lieben Menschenwesen, Brüdern und Schwestern auf Mutter Erde. Der Löwenkanal meldet sich wieder zu Wort und möchte hier an dieser Stelle, dass dies erwähnt wurde und zur Kenntnis genommen wird über die künstliche Intelligenz. Ein paar Worte an euch richten, dass ja letztendlich, was ist künstliche Intelligenz? Hier haben wir einmal künstlich, also das Gekünstelte, und Intelligenz. Das ist so der schmale Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Ein Spagat zwischen Mensch und Cyborg, Humanoide oder wie sich das auch immer nennen mag. Auch dafür gibt es ja viele Worte, die ein und dasselbe beschreiben. Man hat ja mitbekommen, dass wohl in Saudi-Arabien der erste weibliche Cyborg im Außen, im Inneren mit künstlicher Intelligenz gesegnet, nicht nur vorgestellt wurde, er muss dort auch Interviews gegeben haben, soll auf Gesichtszüge reagieren und so weiter und so fort. Und es ist und wird eine große Herausforderung sein im Sinne von Geist, Ethik, also dem Geistigen und der Ethik selbst oder der zwischenpersönlichen Ethik. Und dass wir hier genau unterscheiden, was ist Mensch oder menschliche Natur und was ist die künstliche Intelligenz oder was soll sie können oder was darf sie können. Wenn man momentan so die alte Vergangenheit in der Welt beobachtet, dann sieht es ja oder ja, sieht es so aus, als wenn man in manchen Kulturen meint, man wäre im Mittelalter stehen geblieben. Dann sehe man die Stellung der Frau oder des weiblichen Wesens, was hier ja dann noch nicht oder überhaupt noch nicht im energetischen Ausgleich zu sein scheint. Und genau das gilt es an die hohe geistige Ebene, genau dort auch eine Lösung zu finden, um dass das Ganze im Miteinander stattfindet und nicht mehr im Gegeneinander, weil mit kurzen, knappen Worten erklärt, wenn Mensch mit Mensch nicht zurechtkommt, dann muss der Mensch nicht meinen, er müsste jetzt eine Maschine künstlich herstellen, um dann mit dieser klarkommen zu müssen oder zu meinen, man kommt damit besser klar, weil das entfernt ja den Menschen wieder eigentlich mehr vom Menschen selbst oder vom Menschsein, wie es einander verbindet. Und deswegen ist es meinem Wesen ganz, ganz wichtig, hier nochmal klare Worte zu fassen an dieser Stelle, um sich hier bewusst zu sein, dem Menschen selbst das höchste Gut, dem geistigen Selbst, also dem Bewusstsein, Energie. Und eben halt dann auch der ethischen Frage. Es geht hier ganz klar um Ethik. Und dass es hier nicht mehr darum geht und darum zu gehen hat, ja, wir wollen ja ersetzen, ne? Wir wollen ja ersetzen den Menschen, beziehungsweise es geht ja hier nur wieder um das Geld. Und dann wären wir ja eigentlich wieder bei dem alten leidlichen Thema, sich als Mensch oder die Menschen sich wieder zu nähern, um zusammenzufinden, dann hat man hier solche Worte im Raum wie autark und Empathie und
Dann gilt es auch ganz klar, hier einen Weg zu finden, um das Ganze auszugleichen. Ja. Und da würde mein Wesen an der Stelle sagen, da hat jeder ein Wörtchen mitzureden. Das wäre auch mal ein Thema für die VV, für die verfassunggebende Versammlung oder überhaupt für die Menschen selbst. Die ganze Menschheit ist ja ein Verein. Ich nenne ihn jetzt mal den Gottesverein. Und dass man da ein Wörtchen mitzureden hat und dass man da eben halt nicht einfach alles weiter so verfahren lässt. Und auch man schaut sich das Ganze mal an und guckt letztendlich, was da draus wird. Also mein Wesen findet nicht im Geist und im Sein selbst, dass das so der Weg ist und sein kann, dass wir im Geiste ja immer mehr wachsen, uns wieder unserer inneren und wahren Stärke bewusst zu werden. Das gilt auch genauso gut für die Heilung oder die innere Heilung oder die Heilung im Ganzen, Verjüngung und so weiter und so fort. Und dann hat sich das sowieso schon Teile der künstlichen Intelligenz damit erledigt, dass ich keine künstlichen Teile an meinem menschlichen Wesen haben möchte und jemals haben werde. Und da sind wir schon in der höchsten Ethik oder auf der höchsten Stufe der Ethik. Und genau das gilt es ganz klar und deutlich zu machen, dass es hier gewisse Voraussetzungen zu geben hat. Und auch, ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt hier wieder mit der Juristerei anfängt. Das gehört ja zum Großen und Ganzen dazu. Das ist ja alles im Wandel und das wird sich ja auch alles wandeln. Und ne, es reicht ja schon, wenn der Mensch als Person sich meint, mit seiner Person identifizieren zu müssen. Dann hat man ja schon weit genug mit zu tun gehabt. Und deswegen wäre dies hier jetzt der Auseinandersetzung wert, brauchen wir die künstliche Intelligenz überhaupt? Und wenn ja, inwieweit sollte sie uns zur Seite stehen, uns dienen und nicht in das wahre Menschsein, in das höchste geistige Gut, weil wir wollen uns doch mal da ganz ehrlich und offen gegenüber selbst sein. Es mag künstliche Intelligenz besitzen, es wird aber niemals unseren Geist und unsere Seele beziehungsweise unser Herz besitzen können. Das, was dann mal irgendwann in ferner Zukunft ist oder sein wird, das möchte ich jetzt hier an der Stelle mal für sich selbst beruhen lassen. Es ist immer wichtig zu gucken, was ist jetzt, was ist eben hier und jetzt. Und dann stellen sich hier ganz große und hohe Anforderungen an Mensch, Geist und Seele. Und dann ist es ganz klar, dass es uns zu dienen hat und nicht und niemals gegen den Menschen selbst zu verfahren oder anzugehen hat. Und das sagt mein Wesen mit ganz klarer und deutlicher Stimme. Und genau das sollte alle Menschen auf dieser Erde angehen, um nicht zu meinen, nein, es soll hier keine Angst jetzt aufgebracht werden. Es gibt nichts vor das, was wir Angst haben müssten oder bräuchten. Es geht ganz einfach nur darum, es ist wichtig, dass wir Menschen dieses eben halt in uns haben, das Herz, die Seele, den Geist, das wahre Leben in uns selbst und dass dieses wahre Leben das unsere ist und das ist unser höchstes Gut und das gilt es nicht nur zu bewahren, das gilt es zu schützen, das Leben zu schützen, Hüter und Beschützer zu sein, allen Lebens auf Erden und da ist jedes menschliche Wesen mit gemeint und da gibt es jetzt keine Ausnahmen, das ist ohne Ausnahme und genau da wird der Weg hingehen. Es ist eine Frage
des Gewissens, des Geistes, des menschlichen Selbst und der höchsten Ethik im höchsten Gut und im höchsten Sinne von uns allen. Dann möchte mein Wesen an dieser Stelle eben halt gerne nochmal die Celestine-Prophezeiung von James Redfield oder beziehungsweise das wunderbare Erbe an die Menschen. Punkt 6 wäre die Klärung der Vergangenheit. Ne? Das ist ja das, was im Moment das Aktuellste der Stunde ist. Je länger es uns gelingt, diese Verbindung aufrechtzuerhalten, also die Verbindung zu uns selbst, zu dem menschlichen Selbst, ist jetzt hiermit angesprochen, desto deutlicher spüren wir, wenn sie wieder unterbrochen wird, was gewöhnlich der Fall ist, wenn Stress in unser Leben tritt. Bei dieser Gelegenheit lässt sich deutlich erkennen, auf welche Weise wir Energie bei anderen stehlen. Ne? Haben wir einmal ein Bewusstsein über unser manipulatives Verhalten gewonnen, so festigt sich auch unsere Verbindung mit der göttlichen Energie. Und wir sind in der Lage, unserem Pfad des inneren Wachstums, ne, wohl bemerkt und wohl gehört, des inneren Wachstums und die uns auferlegte spirituelle Aufgabe zu erkennen, durch deren Akzeptanz wir zum Wohlergehen dieser Welt beitragen. Wir sehen, es passt alles wunderbar hinein ins Hier und Jetzt, in die Gegenwart. Und dann ist Punkt 7, der Energiefluss tritt ein. Das Wissen um unsere individuelle Aufgabe verstärkt den Strom scheinbar merkwürdiger Fügungen. Zunächst haben wir eine Frage, dann Träume, bald darauf Tagträume und schließlich Eingebungen, die uns zu den Antworten leiten, die oftmals zur gleichen Zeit durch die Weisheit eines anderen Menschen an uns herangetragen und verstärkt werden. Also an, ja, wiederum das innere Selbst, der Blick in den Spiegel, das Finden in sich selbst und aus sich selbst heraus. Acht oder Punkt 8 wäre dann die zwischenpersönliche Ethik, wo wir beim Thema wären. Wir sind in der Lage, die Häufigkeit der Fügungen zu vermehren, indem wir jedem Menschen, der uns begegnet, freundlich entgegentreten. Es gilt darauf zu achten, dass die oben erwähnte innere Verbindung innerhalb von romantischen Beziehungen nicht verloren geht. Siehe wahres Christusbewusstsein, die bedingungslose Liebe. Andere Menschen freundlich zu begegnen, ist vor allem in größeren Gruppen wirksam, da dort jedes Mitglied die Energie der anderen spüren kann. Und bei Kindern ist eine freundliche Kontaktaufnahme besonders wichtig für ihr Sicherheitsgefühl. Indem wir uns bemühen, in jedem Gesicht das Schöne zu sehen, ne? Pater Augustus hat das Schöne in allem und jedem sehen können. Buddha eben halt alle hohen Meister, ne? Oder die geistig hohe Ebene in der Erkenntnis in sich selbst über das Bewusstsein, das hohe Bewusstsein, das verbunden ist mit dem höheren Selbst, ihr Lieben. So, nochmal, in jedem Gesicht das Schöne zu sehen, erheben wir uns selbst in die weiseste Form unseres Gegenübers und erhöhen so die Chance, eine für uns bestimmte Botschaft auch wahrzunehmen. Ne? Neuntens, das Auftauchen einer Kultur. Während jeder von uns der Vollendung seiner spirituellen Aufgabe zustrebt, werden die technologischen Aspekte unseres Überlebens vollends automatisiert werden, damit wir uns gänzlich auf unser synchrones Wachstum konzentrieren können. Dieses Wachstum wird die Menschheit in immer höhere energetische Bereiche befördern, bis unser Körper schließlich eine reine Energieform annehmen und wir die jetzige Dimension unserer Existenz mit jener nach dem Leben verbinden und auf diese Weise den Kreislauf von Tod und Geburt beenden. Zehntens wäre dann das Halten der Vision. Jenseits unserer eigenen spirituellen Dimension existieren andere Ebenen der Wahrnehmung. Bei unserer Geburt hatten wir eine Vision. Kollektiv erwachen wir zu einer Weltvision, die von unseren Seelengruppen getragen wird. Wir erkennen, dass wir aus der geistigen Dimension angeleitet werden. Das findet ja schon statt. Ne? Da sind wir ja mittendrin, ihr Lieben. Wir sind mit den Menschen, zu denen wir Beziehungen unterhalten, zutiefst verbunden.
in uns selbst. Ebenso mit den Menschen, die uns an den Wendepunkten unseres Lebens begegnen. Das wäre dann die Erfahrung im Außen, wenn das Innere erkannt, entdeckt und der Schatz gehoben wurde. Wir arbeiten daran, den physikalischen Bereich des Lebens zu spiritualisieren. Wir lernen auf Intuition zu vertrauen und darauf, dass sie uns auf unseren Pfad führen werden. Was wir wollen, existiert zunächst in unseren Herzen und Gedanken. Ne? Herzen und Gedanken, die Verbindung, die Geburt des Bewusstseins und des hohen Bewusstseins. Die Dinge eben halt nicht mehr unbewusst zu tun, sich der Macht der Gedanken bewusst zu sein. So, nochmal, existiert zunächst in unseren Herzen und Gedanken und wird durch das Festhalten an dieser Intention zur Realität. Nach dem Tod verlassen wir unseren Körper und schauen uns jeden Teil unseres Lebens noch einmal an. Dabei sind wir in der Lage, klar zu erkennen und zu fühlen, wie viel Liebe wir jedem Menschen im Verlauf jeder Begegnung zu geben imstande gewesen sind. Das höchste Ziel der Menschheit besteht darin, die materielle und die spirituelle Welt zu vereinen. Und genau am Ende der 10. Prophezeiung, wir sind ja mittlerweile schon 11, 12 und auf der Reise nach Shambhala. Und es ist wichtig zu erkennen, dass wir auf mehreren Ebenen des Seins existieren und sind. Diese zeitlose Zeit, in der wir uns jetzt befinden, auf oder in Mutter Erde, erkennen wir immer mehr in uns selbst das wahre Selbst und ja, und das kristallisiert sich wiederum unsere wahre innere Stärke heraus, dass es ganz oder von enormer Wichtigkeit ist, genau in dieser, wir nennen es jetzt die Stunde Null, die zeitlose Zeit, wir sind in der Stunde Null. Das ist auf der einen Ecke das Aufheben der Vergangenheit, um angekommen zu sein in der Gegenwart, um den Blick in die Zukunft zu tun oder schon ein wenig den Blick auf die Zukunft zu werfen, was sich ja in uns, indem sich unser Bewusstsein immer mehr erweitert, erhöht, ja bereits ganz automatisch geschieht durch und über die Energien, die wir ja empfangen. Ne? Unsere Seele speichert ja alles. Seelenplan, Seelenspeicher. Und dieser Speicher ist unendlich. Und ja, wenn man es genau nimmt, es geschieht alles in ein und demselben Moment. Und dann wird einem auch immer mehr bewusster, wie groß doch der Raum ist und wie groß der Moment ist und wie groß das Leben überhaupt in Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit ist und wir all die Fragmente aus der Vergangenheit, all das Gesammelte, das ja Seelenanteile sind, die ja jetzt auch in dieser Zeit wieder zusammengefügt werden zu einem Ganzen. Und dann wissen wir auch, was es bedeutet, die Rückkehr der Meister. Und dann ist alles Wunderbare geschehen, am Geschehen, im Geschehen selbst und alles geschieht dann immer mehr aus dem Inneren heraus, um auf eine gewisse Art und Weise vom Außen, vom alten Außen, sich zu trennen, ne? Sich dort abzukoppeln, um sich in sich selbst wieder mit der Quelle anzukoppeln, hohes Bewusstsein, höheres Selbst. Um in der bedingungslosen Liebe
also im wahren Christusbewusstsein zu stehen, um das Bewusstsein zu haben, seine wahre Identität erkannt zu haben und diese immer mehr in sich selbst anzunehmen, sich dem anzunehmen oder dem Sein oder dem Selbst anzunehmen, um den Wandel im Übergang selbst vollziehen bzw. vollenden zu können. Wir müssen ja das eine erstmal vollendet haben, zum Ende gebracht zu haben. Ende bedeutet wieder neuer Anfang, um ja die goldene Zeit gemeinsam zu betreten, um das oder den Raum der neuen Zeit gemeinschaftlich einzurichten. Und da sind wir jetzt dran, indem wir das Alte aufräumen. Wir ergänzen ja in der Gegenwart, man kann auch sagen, wir ergänzen dies in der Gegenwart, fügen aus den alten Teilen das Neue hinzu und erschaffen somit das Neue selbst in der höheren Dimension oder auf der höheren Ebene des Seins und erreichen somit ja unser höheres Selbst und dann kommt das ja wieder ineinander und dann hebt sich das alte Selbst von ganz alleine auf. Das ist alles vollautomatisch, vollautomatisiert und das ist nichts anderes, wenn wir hier sitzen würden an unserem Rechner, würden das alte Betriebsprogramm runterschmeißen und würden das neue drauf oder hochladen, installieren. Ne? Nur sollten wir das immer mehr im menschlichen sehen, im Fluss des Lebens und nicht, dass wir mal das trennen, dieses Funktionieren und das Fließen. Und das wird ja dann in der Zukunft zusammenfließen. Es wird ja zusammenfließen, aber im Moment ist es wichtig, in uns zu trennen, das Menschliche und das Künstliche, das wiederum dann in Gegenwart und Zukunft zusammenwachsen wird zu einem Ganzen. Und dann ergänzt sich das Ganze wunderbar, weil man stelle sich jetzt hier hin und man hat jetzt so eine Maschine vor sich sitzen. Was wollte ich dir jetzt geben, was ich selber noch nicht habe? Oder was möchte ich von meinem Gegenüber, sei es Mensch oder sei es künstlicher Intelligenz, was möge es für mich tun? Und meine Frage oder die Frage, die sich uns stellt, in uns stellt, ist doch die, was können wir für uns, also für die Gemeinschaft tun? Und genau in diesem Prozess befinden wir uns jetzt, dass der alte Prozess endet, um den alten Stecker zu ziehen, die alte Titanic untergehen zu lassen, weil wir das nicht mehr brauchen, weil das ganze Wissen in uns ist, wir tragen es in uns, wir werden es immer in und bei uns tragen und somit kann uns nichts verloren gehen. Und darum sind wir das, was wir sind. Wir sind das höchste Gut, das höchste Wesen. Und ohne uns und ohne unser Bewusstsein, ohne die Energie, ohne den Geist, wird es alles andere gar nicht erst geben. Und es geht auch hier nicht darum, jetzt alles in Frage zu stellen. Es geht darum, jetzt Antworten zu finden. Und deswegen das allumfassende eine Zentrum, was mein Wesen. Ja, wir haben ja den Wandel auf der anderen Ecke, die innere oder die, ja, die innere Erde und das erstmal auf einen Nenner zu bringen, um dann zu schauen, wie wird das alles dann werden. Aber man braucht sich hier gar keine Sorgen zu machen oder man sollte sich auch gar nicht so viele Gedanken darüber machen. Man sollte, wichtig ist für uns Menschen, dass wir im gemeinschaftlichen Kollektiv angekommen sind, dass sich unser Geist und unsere Seele miteinander verbinden, um in der Gegenwart das Neue zu schaffen, das Unsichtbare sichtbar werden zu lassen. Und dann ist auch dieser Beitrag oder diese Botschaft schon wieder beendet an dieser Stelle hier. Es war mir aber oder meinem inneren Wesen und auch dem höchsten Selbst wichtig, das zur Sprache gebracht zu werden. Danke für euer Gehör. Auch euch das mal auf der Zunge zergehen zu lassen, Licht und Liebe. Namaste, seid alle geehrt und geliebt. Ja, dann bis zum nächsten Mal oder gute Reise. Euer Löwenherz. Bye, bye.